So, konnte man hier vielleicht du irgendwas mit Pfeffer machen? Was genau soll das bezwecken, bitteschön? Die kurz blenden oder sowas? Ich weiß es doch nicht. Glück sei mit mir, ich wieder, Schweizer. Ah, wie ging das? Dieses Mal ich sehen wollte. Ich weiß es nicht. Nicht lehnen, bevor ich Lichtlöckchen. Na gut, wir machen erstmal die Geschichte mit den drei Gewitterhexen. Okay. Und kümmern uns später um die Jungs hier. Und ich Lächeln auch. Das habe ich blöderweise vergessen. Wie ging denn das? So, der kann sich einen abniesen, wie er fröhlich ist. Für den interessieren wir uns jetzt gar nicht mehr. Gut. Und dann ziehen wir von dann. Und gehen wieder in den dunklen Wald. So, mein Kleiner, ich habe eine Essensration für dich. Hier, schieb dir mal das in den Hals. Ja, jetzt ist er also zumindest schon mal satt. Wie sieht's denn aus? Was gibt's denn jetzt? Na, wird's wohl. Er scheint hungrig zu sein. Aber wir haben doch schon den Hunger gestillt. Mensch, das Sprechen fällt schwer. Vielleicht mit ein bisschen Wasser hinterherkippen noch das Ganze? Hier, schieb dir mal das in den Hals. Damit's besser rutscht. Weißt du, mein Kleiner? Mit Flasche, sehr gut. Oh, was ist denn da passiert? Ich weiß es nicht. Wie konnte das nur geschehen? Lag es vielleicht an der Kohlensäure? Hat irgendjemand Lust auf eine Runde Bowling? Tja. Unterhaltungen mit ihm sind immer so einseitig. Findest du? Ich finde das aber sehr schön. Der ist doch ein eloquenter junger Bursche. Eloquent. Gut, ja, leider ist er damit jetzt bei seiner Endbestimmung angekommen. Er wird wohl für immer als dicke, runde Kugel hier liegen bleiben und wir können sein Vergrößerungsglas einsacken. Tut mir leid, Junge. Ist halt scheiße gelaufen für dich. So, aber wir gehen mal bei den Holzhörnern vorbei, denn wir haben ein leckeres Stück Holz für die Jungs. Und die sollen uns mal was Schönes daraus herstellen. Na, dann legt mal los. Was bitteschön soll das darstellen? Die Todesfestung im Baustadion? Es sieht für mich eher aus wie eine Zahnprothese. Das ist richtig. Momentan sehr populär bei den Touristen. Großartig. Tja, wenn ich das nächste Mal eine ornamentale Schnitzerei haben möchte, weiß ich Bescheid. Schönen Tag noch. Gut, die Jungs haben uns, ohne dass wir irgendwie es sagen mussten, genau das Richtige gemacht, nämlich eine Holzzahnprothese. Und damit haben wir alles, was wir brauchen, um die Gewitterhexen zu versorgen. Wir haben das Signalhorn, um die eine besser hören zu lassen. Die schrägste von allen ist das ja eigentlich. Das Vergrößerungsglas, damit die eine besser sehen kann. Und eine Zahnprothese, damit die letzte besser sprechen kann. Dann wollen wir mal dafür sorgen, dass die ihr Rezept auch vernünftig gebacken kriegen. Gut, die Zahnprothese an die junge Dame hier vorne. Hey, vielleicht kannst du das hier gebrauchen. Wunderschön. Ah, das ist schon viel besser. Danke. Und die hat aber auch eine schreckliche Stimme, oder? Gut, dann verteilen wir mal das Signalhorn als nächstes. Vielleicht hilft dir das hier. Was hast du gesagt, Junge? Ich fragte, ob dir das hier eine Hilfe ist. Viel besser, viel besser. Bloß gut, jetzt wird sie nicht mehr so schreien, hoffe ich so schnell. Nun denn, lasst uns fortfahren. Gut, sie liest nämlich die ganze Zeit vor, während sie dann die Zutaten raussucht. Die letzte sieht blöderweise nichts, ich weiß bloß nicht mehr, warum sie eigentlich was sehen muss. Aber das werden wir gleich feststellen, denn wir haben ja das Vergrößerungsglas. Hey! Hallo? Ah. Redest du mit mir? Etwas mehr in diese Richtung.
Ist das so besser? Ja, versuch's mal hiermit. Hey, ich kann sehen. Gut, dass sie nicht ganz blind ist. Ja, bitteschön. Übersetze bitte den Zauberspruch. Deshalb, Hokus pokus, Fiebernessel, kochen sollst du, Hexenkessel. Bitte umblättern. Wer immer kostet auch von diesem Tränkelein, sogleich wird er verwandelt in ein. Nennen Sie ein Tier Ihrer Wahl. Das ist aber ein merkwürdiges Ende. Naja, so steht es aber hier. Ich glaube, du musst einfach an dieser Stelle den Namen des Tieres sagen. Ach so. Ja, aber welches Tier? Keine Ahnung. Normalerweise ist es doch immer ein Esel oder sowas. Wie wär's mit Schwein? Das reimt sich immer auf Tränkelein. Oh, jeder nimmt immer Schweine. Lass uns lieber einen Hund nehmen. Sehr gut. Also dann einen Hund. Er ist fertig. Sehr gut. Kann ich etwas davon haben? Bedien dich. Dankeschön. Sehr gut, sehr gut. Wir haben den Trank fertig gekriegt und jeder nimmt immer Schweine, war eine Anspielung mal wieder auf eine griechische Sage. So, her mit dem Trank. Einmal in die Flasche damit. Sehr gut. Und zwar wird das wohl auf die Odyssee bezogen sein, denn Odysseus und seine Leute, die landen auf der Insel der Zauberin Kirke und die verwandelt alle, die sie in die Finger kriegt, in Schweine. Zumindest bis Odysseus ihr das Versprechen abbringt, das nicht mehr zu tun. Gut, blöderweise bringt uns der Trank in dieser Flasche nichts. Deshalb füllen wir das Ganze mal um in die Sprayflasche. Was genau soll das bezwecken, bitteschön? Aber, ging das nicht so? Ich dachte, wir müssen das in die Sprayflasche füllen. Na gut, schauen wir uns die mal an. Damit kann man Pflanzen besprühen, wenn sie voll ist. Ja, eben. Deswegen dachte ich ja eigentlich, benutze Trank mit Sprayflasche. Was genau soll das bezwecken, bitteschön? Also ich will natürlich nicht eine Pflanze damit besprühen, sondern das ist schon für was anderes gedacht. Na gut, gehen wir mal. Wir müssen ja immer noch für Platz sorgen am Tisch der Rollenspieler. Und genau dafür brauchen wir jetzt diesen Trank, denn einer muss in einen Hund verwandelt werden. Nicht wahr, mein kleiner dicker Junge? Na gut, ihn lassen wir weiterhin liegen. Wir brauchen aber immer noch die blöden gezinkten Würfel vom Goblin-Lager. Ich glaube, hier oben war jetzt auch gar nichts mehr, ne? Nee, eigentlich nicht. Die Pflanzen sind egal. Ich bin echt gerade verwirrt, weil ich eigentlich der Meinung bin, dass man den Trank in die Sprayflasche füllen kann. Was genau soll das bezwecken, bitteschön? Sollen wir die vielleicht erstmal öffnen? Sag nicht, du fängst jetzt schon an, dich an Strohhalme zu klammern. Nee, aber an Sprayflaschen. Na gut, wir gehen mal. Und gehen mal zur einsamen Hütte. Ja. Vielleicht habe ich das auch falsch im Kopf. Wir probieren einfach mal, den so zu benutzen. Ich versuche die Gitterstäbe der Zellentür mit Lust auf einen Energizer-Drink. Ah, es geht doch so. Sicher? Wunderbar. Mist, jetzt fehlt uns ein Spieler. Dein Freund hat sich gerade in einen Beagle verwandelt. Entsetzt dich das überhaupt nicht? Warum sollte es? Wahrscheinlich nur eine Störung in der hiesigen magischen Aura. Sowas passiert hier ständig. Definitiv. Aber es ist eine Schande, dass wir jetzt einen Spieler zu wenig haben. Wir müssen unbedingt einen Ersatz für ihn finden. Gut, ja, wir werden gleich mitspielen, aber ich mache jetzt erstmal noch nicht mit. Du scherzt wohl. Wer wäre schon so bescheuert? Warum lässt du uns nicht einfach in Ruhe? Ja, warum nur? Tja, weil wir natürlich an etwas kommen müssen von den jungen Herren, nämlich ein Musterbuch. Gut, den Rollenspieler, den sacken wir uns mal mit ein.
Wir sollten versuchen, uns auf das Spiel zu konzentrieren, okay? Okay, vielleicht tun wir es doch nicht. Nun, Rollenspieler. Abgedreht eben. Ja, auf jeden Fall. Hey, rate mal. Was? Ach so, wir sprechen mit allen Rollenspielern. Ich dachte, es ist nur auf den Hund bezogen. Ich würde dieses Spiel selbst dann nicht spielen, wenn ihr mich dafür bezahlen würdet. Dann störe uns nicht länger. Gut, wir nehmen noch mal eine Flasche Soda mit. Ich glaube, ich habe es einfach in der falschen Reihenfolge gemacht, weshalb die drei nicht gereicht haben. So, und jetzt füllen wir mal das Soda in die Sprayflasche. Diese Dinger sind nicht sehr kompatibel. Ach, komm schon, das geht, das geht. Nee, komm, wir benutzen mal das Soda mit Pfeffer. Was genau soll das bezwecken, bitteschön? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, ich weiß es nicht mehr. Wofür war die Sprayflasche denn gut? Ich hab's vergessen. Wofür ist sie denn? Okay, wir müssen irgendwie noch... Wir müssen irgendwie noch die Gobbos ablenken, um dann von denen den Krempel zu klauen und sie dann zum Streit zu bringen. So, gehen wir nochmal hin. Mal sehen. Vielleicht muss ich auch bloß wieder im richtigen Moment zulangen, wenn sie gerade irgendwie anderweitig beschäftigt sind. Schauen wir doch mal hier drüben. Ich lächle. Ich nehm. Du kommen. Selbst ich bin nicht so blöd. Ach komm schon. Ich das geht. Glücklein mit mir. Ich wieder Quaschek. Ich werde diesen Vorschlag einfach ignorieren. Na gut, wir probieren mal ein bisschen mit dem Pfeffer nochmal. Was genau soll das bezwecken, bitteschön? Ja, in die Augen und so. Vielleicht mit dem Speichel. Freiwillig trinkt dieses Zeug bestimmt niemand. Ah, weißt du's? Ach, das Feuer. War's der Pfeffer? Ich weiß es nicht. Irgendwas ins Feuer schmeißen. Du kommst zuerst. Das funktioniert so nicht. Nee, verdammt. Aber irgendwas müssen wir ins Feuer schmeißen, glaube ich. Die Frage ist, was? Ist auch speicherklar. Ich wieder gewonnen. Das Buch. Was genau soll das bezwecken? Nein, wir fangen hier keine Bücherverbrennung an. Du gewonnen. Die Speichel? Was genau soll das bezwecken, bitteschön? Die Katze? Nein, natürlich nicht. Ich werde diesen Vorschlag einfach ignorieren. Okay, wir müssen die Jungs irgendwie blenden und während sie geblendet sind, müssen wir den Goblin-Krempel einsacken. Richtig sein. Ich weiß bloß nicht mehr was. Was war denn das? Wir gehen noch mal kurz zu dem Elf, vielleicht kann der uns weiterhelfen. Der treibt meinen Blutdruck zu sehr in die Höhe. Willst du nicht mit ihm reden, das ist aber schade. Gut, im großen Zelt gab's auch nichts mehr, ne? Wir müssen eigentlich nur noch rausfinden, wie wir dieses Feuer da ein bisschen außer Kontrolle bringen können. Und dann haben wir es eigentlich auch schon hier draußen wieder. Geh mal raus, bitte. Danke. So, es wird dann wahrscheinlich nicht hier im Lager sein. Aber zumindest habe ich mich schon mal so weit wieder erinnert, dass wir das Feuer benutzen müssen. Das ist ja schon mal was. Wenn auch noch nicht allzu viel. Ein bisschen müssen wir noch vorwärts kommen. Am besten wäre eigentlich was Alkoholisches, aber wir haben nichts Alkoholisches. Mal hier gucken. Gibt es hier noch irgendwas, was ich übersehen habe, was ich vergessen habe? Soda haben wir schon genug jetzt. Da brauchen wir nichts mehr. So, die Rollenspieler sind Wurst. Die haben auch nichts weiter außer Wasser hier, die Luschen. So, auf dem Tisch ist auch nichts mehr. Gut, dann gehen wir mal wieder hier weg. Mittlerweile sind die Jungs dazu übergegangen, im Stillen zu spielen. Hier oben hat man auch nichts mehr, außer der Pflanze selbst. Also muss es eigentlich im dunklen Wald sein. So, vielleicht können wir den dicken Jungen mitnehmen und ihn reinschmeißen. Oder ein mit Holzwürmern verseuchtes Stück Holz. Bei denen gibt es auch nichts anderes hier. Vielleicht gibt es ja was bei den Greien mit in der Höhle drin. Mal schauen. Ja, aber hier sieht es auch nicht so aus, als ob wir irgendwas mitnehmen könnten. Na gut, ich mache ratloserweise nochmal eine kleine Aufnahmepause und wir sehen uns gleich wieder, sobald ich dann mal rausgefunden habe, was genau wir hier machen müssen. Sobald ich hier alles auf den Kopf gestellt habe, um das zu finden, was wir noch brauchen. Also, bis gleich.
und weiter geht's. Denn wir haben alles, was wir brauchen, weil es nichts mehr zu holen gibt ansonsten. Ich 1 und 3. Ja, ich habe eine ganze Weile gebraucht, bis ich drauf gekommen bin, aber wir müssen das Feuer nicht größer werden lassen, sondern wir müssen es, naja, ein bisschen ausmachen und dabei ein bisschen Rauch verursachen. Dieses Mal ich nehmen wollen. Von daher, einmal ein bisschen Soda rein. Und dann sind die Jungs geblendet und jetzt müssen wir uns beeilen, während sie sich die Augen wischen, schnell ein bisschen Goblin-Krempel einsacken. So, und damit für Streit sorgen. Das besser sein, wir nur... Wer hat gestohlen mein Zeug? Ich weiß nicht. Nicht ich. Du mir geben mein Zeug. Ich nicht genommen. Und wer hat genommen dann? Der unsichtbare Goblin? Hab ich nicht genommen. Ich finde die Musik auch so großartig, die jetzt rauskommt, oder diese Geräusche. Ja, wir sind natürlich vollkommen unauffällig, wenn wir hier direkt nebenan stehen. Ne? Wir sind der unsichtbare Goblin. Aber, ja, Simon, es geht weiter. Aber wir sacken uns natürlich die Würfel ein. Ich glaube, die sind gezinkt. Die zufälligerweise auch die gezinkten Würfel sind, obwohl ich der Meinung bin, dass der kleinere Goblin die gerade weggeschmissen hat. So, und damit sind wir nun gerüstet, um bei den Rollenspielern mitzumachen. Denn wir werfen ja jetzt immer die größtmögliche Zahl. Das heißt, alles, was wir anpacken, gelingt.